Was mir besonders in der ambulanten Pflege gefällt, ist das Verhältnis zu den Kunden. Der Hauptteil unserer Patienten sind ab 80, selten darunter. Ich bin eher Gast. Man baut zu einigen Kunden eine engere Beziehung auf. Man kann das wirklich als Beziehung bezeichnen. Sonntags ist immer besonders schön zu arbeiten, finde ich. Das hat immer so ein bisschen was wie der Kuchennachmittag oder der Besuch bei der Oma. Für den Patienten ist es tatsächlich so, dass wir teilweise die einzigen sozialen Kontakte sind. Wir sind die, die jeden Tag da sind, wenn auch nur teilweise wenige Minuten. Aber für den Kunden bedeutet das, wir sind der Ansprechpartner. Wir sind auch bemüht, dass wir jeden Tag dieselbe Tour haben, damit die Kunden wissen, wer kommt und sich auf uns einstellen können und nicht jeden Tag eine neue Pflegekraft haben. Das ist wichtig für die Zusammenarbeit. Die meisten unserer Kunden kommen eigentlich ganz gut zu Hause klar. Sie brauchen halt in bestimmten Bereichen Hilfe. Die Motorik funktioniert nicht mehr so. Sie können ihre Tabletten teilweise nicht selber richten, weil die Finger nicht mehr so mitspielen. In der alten Pflege gibt es verschiedene Bereiche. Wir decken sowohl den medizinischen Bereich ab, als auch den Bereich Körperpflege, Ernährung, aber auch den hauswirtschaftlichen Bereich. Das Ziel meiner Arbeit in der häuslichen Krankenpflege ist, dem Patienten ein selbstbestimmtes Leben in seiner eigenen Wohnung zu ermöglichen. So lange wie möglich. Die meisten Patienten, die ich halt über längere Zeit kenne, haben schon ein sehr gutes Gefühl, wenn ich vor der Tür stehe. Wenn ich die Patienten länger kenne, weiß ich ganz genau, geht es dem Patienten gut oder schlecht und kann darauf schnell eingehen. Von den Patienten kommt eigentlich viel zurück. Das finde ich schön und das gibt mir auch immer wieder die Gewissheit, es ist der richtige Job für mich und auch die Kraft. Weil man gibt ja doch jeden Tag ganz viel irgendwie von sich. Und die schönsten Momente, wenn sich der Patient dann halt wirklich am Ende der Zeit bedankt und sagt, ich freue mich auf Sie, wenn Sie am Samstag wiederkommen. Meine tägliche Motivation in der häuslichen Krankenpflege ist, dass die Patienten sich wirklich gut aufgehoben fühlen, verstanden und auch gut versorgt.